eine zweite ganz wichtige Person für ihn, die einen ganz anderen Weg geht, ist Drissa, sein Kindheitsfreund auch. Die drei waren so eine Dreierbande als Kinder, ne? Und Drissa war sein Blutsbruder, sein alter Ego. Und Drissa ist jemand, der einen ganz anderen Entwicklung nimmt. Auch Drissa steigt am Rathausplatz aus, schön und strahlend. Und hat mit seinem Auftritt als psychisch labiler Jugendlicher mit Migrationshintergrund aus seinem sozialen Brennpunkt doch gerade die Szene vermasselt. Drissa, ich seufze tief, mein Freund, mein Bruder, mein Asyl. Die Kinder im Viertel sagen, er ist Gaga. Als die Weißkittel ihn in die Zwangsjacke steckten, hopsten die Bäder um den trübseligen Zug herum und wandten sich in einem seltsamen Tanz. Die anderen klatschen den Rhythmus dazu. Ist das ein Fest? Eine Mutter schreit ihre Trauer hinaus. Hysterisch reißt sie sich die Kleider vom Leib und heult, die Haare zerzaust. Drissa! Drissa! Fast nackt kniet sie auf den Boden und wirft die Arme gen Himmel. Sie fallen wieder herunter. Sie probiert es noch einmal, zweimal, zehnmal, öfter. Am Ende bleiben nur Schmerz und Schreien. Sein Onkel, der Marabout, sah ohnmächtig zu. Polizisten hielten ihn fest. Drissa, Drissa, was ist mit dir passiert? Ja, also ich denke, die Zeit der Jugend ist die Zeit, wo jeder einen Weg sucht. Und manche Wege sind Umwege oder Sackgassen eben. Ne? Und das ist auch nicht typisch von der Banlieue oder von Migranten. Ne? Also ich folgte ja so, also durch diese vier, also der Kamel, Dressal, Mireille und der Chatzel. Der den Koran in der Hand trägt, ne? Kam ja den ersten Text vor. Ja, ich denke, also ich folgte damit zeigen, also wie die verschiedenen Wege ausgehen können. Ne? Ich schreibe auch nicht, wie weit diese Wege gehen, weil das ist ein Lebensweg. Aber ja, also manche Wege sind nicht so schön. Es ist ja klar, dass wenn man diesen Weg nimmt, man studiert, man liest viel, man will irgendwie, sich intellektuell irgendwie entwickeln. Also wenn man mit Menschen zu tun hat, die diesen Weg nicht mitgehen, dann ja, fühlt man ziemlich alleine, aber es lohnt sich schon. Also bei mir ist es gelohnt. Also die es nicht schaffen, sie sind zwar viel in der Presse, in der Politik, aber sind nie so viel an sich. Mhm. Also das sind oft, also die Schwierigkeiten hat man zwischen 15 und 20, also danach sind das wirklich wenige. Mhm. Nur also, wenn man ein schönes, normales Leben hat, also das interessiert kaum die Presse. Und die Politik braucht es, also, das Skandal irgendwie, also Feuer. Das, ja, schade, finde ich. Elle rêve encore de la maison, là-bas, du papayer, du plateau des 15 ans, et des visages qui lui manquent tout le temps. Toujours plus loin, son Congo qui s'en va, il est si fort, ce mirage s'en va pas. De Brazzaville s'arrête à Belleville. Un pied dans le bonheur, un dans l'espoir. Tout ça s'est coincé entre la vie et elle. Le soleil moite caressait la peau. Elle se délave sous le manteau d'hiver. Où restent les contes des Bolombongi? Abretou Bueni, Abretou ça. Abretou Bueni, Abretou ça. Sangaza, Mutima Wakong,